Herzlich willkommen zu meinem kleinen Weihnachtspodcast. Zum Ende eines parlamentarischen Jahres ist es gute Tradition geworden, zusammen mit allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern hier im Paul-Löbe-Haus Weihnachtslieder zu singen. Und das macht Weihnachten eben auch aus. Gemeinsam mit Menschen zusammenkommen und innehalten. Gerade nach einem herausfordernden Jahr, das Jahr 2015 zweifelsohne war, ist dies wichtig. Und ich kann mir gut vorstellen, dass dieses Jahr auch für Sie ganz persönlich, für Sie und Ihre Familien die ein oder andere Herausforderung, aber mitunter mit Sicherheit auch das ein oder andere Problem inne gehabt hat. Ich hoffe, dass Sie haben all das zum Besten wenden können. Die Ereignisdichte, sage ich immer aufs Neue, hat sich um ein Vielfaches in meinem Leben erhöht. Und ich bin sehr dankbar, auch 2 Jahre noch danach, diesen Wahlkreis, unsere gemeinsame Heimat hier in Berlin, vertreten zu dürfen. Es macht unheimlich viel Freude und erlauben Sie mir, ich sage es jetzt einfach so, es macht unendlich viel Spaß, für Sie arbeiten zu dürfen. Das möchte ich auch im Jahr 2016 erneut tun, mit ganzer Kraft und mit ganzem Einsatz. Bevor dies allerdings dann in das Jahr 2016 mündet, heißt es für mich heimkommen, in die Heimat, nach Hause, zur Familie. Das werde ich morgen tun. Und ich werde mit Sicherheit die Möglichkeit haben, den einen oder anderen vor Heiligabend noch einmal zu treffen. Am Heiligabend selbst möchte ich dann aber wirklich auch eines tun, mit meiner Familie das Weihnachtsfest begehen. Und das wünsche ich auch Ihnen. Feiern Sie Weihnachten im Kreise Ihrer Familie. Lassen Sie einmal das Jahr Revue passieren und lassen Sie vor allem eines, den Geist der Weihnacht ein Stück weit einkehren. Auf das wirklich die Besinnlichkeit dann eintritt, die Weihnachten vielleicht zu dem besonderen Fest des Jahres macht. Ich wünsche Ihnen für das Weihnachtsfest, aber vor allem auch für das Jahr 2016 alles erdenklich Gute, auf ein baldiges Wiedersehen, herzliche Grüße aus Berlin, bis bald in der Heimat, Ihr Jan Metzler.